Und jetzt wieder das ganze Spiel von vorne. Und das noch einige Male. Genau das meine ich. Ja, nächstes. Okay. Ach, der ist locker oben im Haus. Der ist doch bestimmt hier oben. Na, könnte auch da unten sein, aber zur Sicherheit mal nachgucken. Nee, hier ist nichts, aber. Ja. Terroristen. Gut, keine. Wird's gerade hell oder dunkel? Dunkel. So. Boah. Ich muss immer mit meinem Schwert pennen gehen, weil ich ja sonst niemanden habe. Forever alone. Nur zur Sicherheit, damit man hier Monster abwehren kann. Ja, bei Tag sind die Glowstones halt ein bisschen, ja, fehlerhaft. Also fehl am Platz, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bei Nacht halt eben spielen sie ihre Vorteile aus. Und das ist halt das, was ich halt so feier. An der ganzen Sache. Okay, jetzt habe ich schon über eine Stunde eins aufgenommen. Oh Gott, eine Stunde eins. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich noch die halbe Stunde voll machen und dann halt aufhören. Ja, der Höhlensound. Haben wir noch irgendein politisches Thema, was man halt besprechen könnte? Was es im Moment gerade gibt. Okay, ja, zum Beispiel Zypern oder so. Das kann man jetzt mal wieder ansprechen, ey. Das gibt es nicht. Ein Land nach dem anderen wird hier, bekennt sich hier zur, Krise. Ne, zuerst Griechenland, danach Italien, dann kam Spanien und jetzt kommt noch Zypern auf einmal. Ey, die wussten es doch schon die ganze Zeit, dass sie irgendwie in der Krise stecken, aber sagen sie, ja, so jetzt, wo sich alle geoutet haben, tun wir es auch. Toll. Richtig schön. Und Deutschland zahlt das auch noch. Ey, das ist nicht zu fassen. Ich kann es einfach nicht fassen, warum die das einfach machen. Wir haben sowieso kein Geld. Wir haben selber kein Geld. Wir haben 2 Billionen Euro Schulden und bezahlen die scheiß Elbphilharmonie und Stuttgart 21 und BER. Oder BER, dieser scheiß Flughafen halt, wie auch immer der heißt. Ist mir egal, es ist halt einfach nur richtig beschissen, dass wir das auch noch zahlen, obwohl wir selbst kein Geld haben. Ich meine, uns geht's ja irgendwie zu gut, oder was? Norwegen, übrigens geht's ja wirklich zu gut. Norwegen ist gerade hier in so einer kleinen Krise, in einer Erfolgskrise, weil die Gehälter werden halt immer, ja, sie steigen halt immer weiter. Dem Land geht es einfach zu gut. Die haben ja 0 Euro Schulden, hier wirklich übertrieben viel gespart und so. Die sind richtig reich. Die haben unglaubliche Einnahmen aus der Öl- und Erdgasförderung. Die sind ja auch ganz groß im Geschäft da. Ja, die haben auch wenig Einwohner. Die haben nur 5 Millionen Einwohner, die man halt versorgen muss. Und bei uns sind halt einfach mal 82 Millionen. Und denen geht es halt viel zu gut, weil sie in ihrem eigenen Erfolg ersticken. Denn es ist so, dass halt, ja, die Gehälter steigen halt immer mehr. Aber weil die Leute immer reicher werden, arbeiten immer weniger Leute Vollzeit. Also die arbeiten fast alle nur noch Teilzeit, weil sie einfach keinen Bock mehr da haben. Sie meinen halt, also sagen halt sich, ja, ich habe so viel Geld, warum soll ich dann noch arbeiten? Ich meine, ist berechtigt, aber wenn das jeder macht, dann ist halt der Staat irgendwie im Arsch. Weil dann, naja, dann ist die Wirtschaft schon ein bisschen am Arsch, aber nur leicht. Weil wenn keiner mehr arbeitet, was soll dann passieren? Dann gibt es keine Dienstleistungen mehr und das Land hat ein Problem. Aber vorerst soll nichts passieren mit der Krise. Das soll noch alles gut sein, was ich aber nicht glaube. Aber da kann man mal sehen, wie es ist, wenn es einem Land zu gut geht. Naja, uns wird das wahrscheinlich noch nicht passieren, weil wir eh viel zu viele Ausgaben haben. Wir haben zu viele Schulden.
und sind trotzdem noch eins echt der meistgehassten Länder der Welt. Vielen Dank, Adolf. Wirklich schön, dass du da gemacht hast. Aber es ist ja auch echt schlimm, dass die Griechen, ne? Die setzen ja Angela Merkel mit Adolf Hitler gleich. Wirklich. Applaus für euch Leute, wirklich. Moment. Epic Slow Clap. Musste mal gemacht werden. Finde ich wirklich total super, dass sie sagen, ja, der Adolf, das ist doch. Ja, der war doch so rassistisch und so. Ja, die Merkel ist das auch. Genau. Natürlich, wir geben euch Geld. Und dann bekommen wir von euch irgendwie verbal auf die Fresse. Muss es sein? Wir sind scheiße. Okay. Dann können wir gerne die EU-Zahlung einstellen. Dann bekommt ihr halt weniger Geld. Und dann seid ihr irgendwann pleite. Na gut, pleite seid ihr sowieso. Ihr habt Schulden. Aber dann seid ihr einfach aus der EU raus. Na, wie gefällt euch das? Dann macht doch einfach mal Schluss mit dem Euro und führt wieder die griechische Drachme ein. Das würde ich zu gern sehen, wie die Griechen wieder ihre eigene alte Währung einführen und dann richtig schön dumm aus der Wäsche gucken. Und nein, ich habe nichts gegen Griechen. Ich finde es halt nur für das Verhalten von dem Land einfach scheiße. Ne, ist generell ja so, kann man ja auch mal sagen. Diese ganzen Vorurteile zum Beispiel wegen Ausländern und sowas, die alle total asozial ist, das stimmt nicht, Leute. Ja, man sieht es oft, dass. Also es ist zwar oft so, dass Ausländer wirklich manchmal wirklich ein bisschen sehr, ja, gewöhnungsbedürftig rüberkommen. Aber es sind nicht nur die Ausländer, es sind auch Deutsche. Und im Großen und Ganzen, die Leute, die sowas sagen, wie zum Beispiel, ja, habe ich ja vorhin auch schon gesagt mit, ey, schwieg deine Mutter, ey, Walla. Na, das sind Vollidioten. Das sind. Es kommt nicht darauf an, ob es Ausländer sind oder Deutsche, es sind einfach Vollidioten, die das machen. Und es spielt das Land überhaupt keine Rolle, wo aus denen die kommen. Also es machen genauso Deutsche wie Türken, Araber, was weiß ich. Halt Ausländer auch, ne? Und die Leute sollte man dann auch einfach mal abschieben. Nein, nicht die Ausländer, sondern halt einfach allgemeine Vollidioten. Die sagen, ey, was machst du in unserem Land, ey? Verpiss dich, Alter. Na? Da gab es ja neulich wieder, hab ich wieder ein schönes Video gesehen, also ein dreiteiliges Video von German Let's Play. Da war er in einer Teamspeak-Konferenz und da hat man halt dann gesehen, also er war mit zwei oder drei Ausländern, ich glaube, das waren Türken, war in einer Konferenz und die haben sich halt so random einfach, ja, kennengelernt, sag ich jetzt mal, auf eine etwas, ja, unangenehmere Weise. Denn die haben sofort richtig losgelabert und gesagt, ey, was willst du hier? Ey, fick dich doch, Alter, Walla, deine Mutter! Und ohne Witz, wirklich so, und haben sie auch erstmal, German Let's Play war dann noch mit dem anderen und haben sie auch wirklich festgestellt, ja, du bist wirklich echt der Klischee, also wirklich ein richtiger Klischee-Türke. Ey, ich bin nicht Klischee-Türke. Ich fahre Mercedes und ich BMW. Aber die haben wirklich die beiden asozialen Penner wirklich richtig fett gedisst die ganze Zeit. Mit irgendwelchen Sprüchen, die sie gar nicht verstanden haben. Also ne, die Ausländer haben es nicht verstanden. Und es ist wirklich jetzt auch kein Hate gegen Türken, allgemein halt gegen Vollidioten. Die haben dann wirklich gesagt, ey, wir haben in Deutschland mehr Berechtigung zu sein als ihr. Wir sind hier geboren. Ja, ich habe türkische Wurzeln, türkische Erde. Ne? Und da fängt es halt dann auch wieder an, wo das Ganze, da hört der Spaß auch wirklich auf, ne? Ich meine, wir nehmen in Deutschland die Ausländer auf mit Asyl und sowas. Kein Holz mehr, und es hätte fast gereicht, ey, nee. Ne? Eben halt Asyl. Und dann kommen die an und sagen, ey, verpisst euch aus unserem Land, aus unserem Land, wohlgemerkt, ne? Das geht nicht. Nacht. Tag. Sonnenstand? Nacht, fast. Schade. So, erstmal neue Waffen. Ja, und da haben die halt gesagt, die haben sich die ganze Zeit halt gebettelt wegen irgendeiner Scheiße. Und eigentlich musste GLP, also German Let's Play, die ganze Zeit lachen. Was ich auch echt gefeiert habe. Okay, wir haben ja kein Holz mehr, habe ich schon vergessen. Aber Tropenholz können wir eigentlich nur verbraten, das brauchen wir nicht mehr. Jedenfalls noch nicht. Ein Schwert können wir dann noch machen.
haben die sich auch wirklich wieder hier gestritten, denn die Türken haben mal wieder behauptet, ey, warum glaubt denn nicht an Allah? Allah ist einzigste Gott. Natürlich. Weil der German Let's Play, der ist ja auch, der glaubt auch nicht an Gott oder sowas. Ich auch nicht, weil das ist für mich auch der größte Bullshit in der Geschichte des Bullshits. Wirklich, Religion ist das Unnötigste, was die Menschheit jemals sich ausgedacht hat. Es ist wirklich so ultra unnötig. Also da ist der Weihnachtsmann oder der Osterhase gar kein Unterschied. Ich meine, ich sehe da wirklich keinen Unterschied drin in der Bedeutung. Moment, ich mach mal hier den hier. Komm schon. Nein, kein Hühnchen. Doch! Yeah! Du bist unser Hausküken. Hausküken, genau. Du bist der Haus-DJ. Okay, Hausküken, komm mal her. Habe ich noch irgendwo Weizen? Oh, ich habe Weizen. Komm her. Ach so, das ist noch zu klein, das folgt mir nicht. Ja, bleib halt hier, ne? Komm schon, geh da rein. Ins Schlafzimmer. Schön warm. Das ist doch süß. Da können wir gleich wieder pennen gehen. Wir wollten uns ja auch nochmal neue Spitzhacken machen. Okay, ja, wir brauchen ganz dringend neue Spitzhacken. Mehr Holz. Und das ist wirklich so einfach, sich über Religion zu streiten, ist wirklich so hirnverbrannt. Ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum die das überhaupt machen. Also es ist nicht der Streit zwischen German Let's Play und den ganzen Asozialen da, sondern ich meine jetzt wirklich das mit der Sache allgemeiner Religionskrieg. Ja, es gibt ja wirklich Länder, die führen Krieg wegen irgendeiner Scheiße, die es überhaupt nicht gibt, meiner Meinung nach. Also die betteln sich wegen imaginärer Scheiße. Und ganz ehrlich, es muss nicht sein. Man kann doch friedlich miteinander zusammenleben. Nur weil irgendjemand nicht an einen Gott glaubt oder so, an den irgendeine andere religiöse Gruppe glaubt, das ist doch echt der behindertste Shit ever. Lass den Leuten doch einfach ihre Meinungsfreiheit. Ey, so schlimm. Deswegen hasse ich Religion einfach so wie die Pest, weil mir das Thema so auf den Senkel geht. Weil die einfach immer recht haben müssen mit ihren komischen Scheißinterpretationen von Glauben und so und Himmel und Hölle und dem ganzen Bullshit. Was mich so ein Scheiß interessiert, und das finde ich halt auch wirklich, ist eines der schlimmsten Dinge, dass die Kinder heutzutage, ja auch in Deutschland, ja meistens von den Eltern schon gleich in dieses religiöse Format gepresst werden, das sie später erhalten sollen. Ne, die werden ja schon früh zur Kirche geschickt, wenn es ganz schlimm kommt, werden die sogar in den evangelischen oder katholischen Kindergarten geschickt, und die haben dann noch nicht mal die Chance, sich ihre eigene Meinung über Religion zu bilden. Und das finde ich halt einfach so hinterhältig, ja. Ich meine, die Kinder sind da 3 oder 4 Jahre alt, wenn die in den Kindergarten kommen. Da checken die das auch noch gar nicht, und nachher bekommen die noch nicht mal ihre eigene Meinungsfreiheit. Weil die von ihren Eltern einfach so hart beeinflusst werden, was Religion und sowas angeht. Ich meine, die sollen auch ihre eigene Meinung haben. Darum geht es doch. Nicht irgendeine Religion aufzwingen. Ja, wenn sie irgendwie christlich sein wollen, dann wollen sie christlich sein. Wenn sie nicht christlich sein wollen, wollen sie nicht christlich sein. Dumm nur ist, dass die meisten Eltern das einfach nicht checken wollen. Mist, kein Boot. Die meisten Eltern wollen nämlich einfach, ja, also ich bin christlich, ja. Also mein Kind, das soll auch christlich werden, weil, ja, weil ist gut und so, ne? Na, so halt. Nee, 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 nee. Du gehst nicht nach draußen. Ach so, du wolltest nur rübergehen, okay. Das geht gar nicht. Genau. Stimmst mir auch zu, ne? Genau, bist genau meiner Meinung. Das ist doch genau das, was ich hören wollte. Es macht mich einfach fassungslos. Dann kann man einfach auch nicht sagen, du machst jetzt das und das, weil, ja, weil das meine Religion ist und du sollst auch genau daran glauben, wo ich auch dran glaube. Und das geht nicht. Ja, liebe Eltern, dann will ich euch jetzt mal was erklären. Also, liebe Eltern. Gentechnisch gesehen stammt euer Kind oder eure Kinder zwar von euch ab, aber das mit der religiösen Sache ist eine ganz andere Sache, denn euer Glauben ist nicht gleich des Glaubens eures Kindes. Also bitte, bitte, liebe Eltern, lasst es sein und lasst die Kinder selbst frei entscheiden, woran sie glauben wollen oder eben nicht glauben wollen.